Hi, wir sind die Baskets und heute bei uns die Punkteregelung. Für einen Treffer gibt es im Normalfall 2 Punkte. Ein Wurf von hinter der Dreierlinie bringt 3 Punkte. Wird ein Spieler beim Wurf gefoult, kriegt er so viele Freiwürfe, wie er Punkte hätte erzielen können. Der Freiwurf erfolgt von der Freiwurflinie und gibt, wenn er getroffen wird, 1 Punkt. Wird ein Spieler beim Wurf gefoult und der Ball geht trotzdem rein, dann zählen die Punkte und es gibt einen Bonus-Freiwurf. Die Profis sagen dazu End One. Die schreien es manchmal in der Arena, hört da mal genau hin.